Mein Name ist Sarah Drew und ich bin Kunstkonservatorin im Center Art Studio in New York City. Das ist ein Porträt von Madame Vestris. Um zu verstehen, woran wir genau arbeiten müssen, untersuchen wir das Gemälde zunächst mit Schwarzlicht. Man sieht hier den lila Bereich und das eher grünliche Licht. Das zeigt uns, dass auf dem Gemälde eine dicke Schicht alter Firnis liegt. Wenn das nicht so wäre, würde man nur das reine Lila sehen. Den Kontrast und das Licht im Hintergrund konnte man überhaupt nicht ausmachen. Die Verzierungen und Details ihrer Kleidung waren völlig verborgen. Etwas war auf ihrem Kopf, ob ein Hut oder ihre Haare, wussten wir nicht. Je nachdem, was man mit dem Wattestäbchen vom Gemälde abnimmt, kann es sich ziemlich schwarz, orange oder gelb verfärben. Ihre Haut war wunderschön. Sie hat geleuchtet, man konnte Pinselstriche, Farbkontraste und Licht erkennen. Um das Gemälde von der Struktur zu entfernen, muss man zunächst die Nägel entfernen, die die Seiten der Leinwand am Keilrahmen befestigen. Ich hebe sie auf und werde sie später wiederverwenden. Sie können hier sehen, wie ich mit einem Messer die Leinwand vollständig von der Struktur trenne. Jetzt kommt der riskanteste Teil. Ich trenne das Gemälde von der Struktur. Ich muss hier sehr vorsichtig sein, denn es ist möglich, dass die Farbe brüchig ist. Es besteht die Gefahr, dass sich das Gemälde verbiegt und die Farbe abblättert oder dass weitere Schäden verursacht werden. Ich muss Leinenstreifen zuschneiden, die ich an der Leinwand befestige. So kann ich das Gemälde wieder zusammensetzen. Ich schneide Streifen aus EVA, einem Kleber speziell für Konservatoren. Dann lege ich das Gemälde auf den Keilrahmen und nutze die Nägel, um das Gemälde wieder an der Struktur zu befestigen. Anschließend fülle ich die beschädigten Stellen mit einer Spachtelmasse auf Wasserbasis auf. Ich überfülle diese Stellen etwas. Mit einem feuchten Wattestäbchen säubere ich die Füllungen dann aus. Außerdem reicht die Originalleinwand nicht ganz bis an die Ränder des Keilrahmens. Ich muss also zudem etwa 6 mm rund um das gesamte Gemälde ausfüllen. Sobald ich alles ausgefüllt habe, beginne ich mit der malerischen Nachbearbeitung. Ich verwende Farben, die speziell für die Konservierungsarbeit entwickelt wurden. Thank you.
Ich versuche, die Farbe so gut wie möglich mit dem Original des Künstlers abzustimmen und achte darauf, keine Originalfarbe zu verdecken. Es gibt hier zwei Techniken, die ich verwende. Einmal übermale ich die von mir ausgefüllten Bereiche und dann bessere ich den Hintergrund aus. Das ist der Bereich, der von einem anderen Restaurator zu stark gereinigt wurde. Es ist wichtig, eine Farbe für Konservatoren zu nutzen, die sich in einem anderen Lösemittel löst als die Originalfarbe. Dadurch ist es möglich, diese Farbe rückgängig zu machen. Wir könnten problemlos das Lösemittel für unsere Farbe nutzen und die Originalfarbe würde bestehen bleiben. Dann geht es mit dem Firnis weiter. Wir verwenden einen vollständig rückgängig machbaren, vergilbungsfreien Firnis. Ich muss die Oberfläche des Gemäldes mit einem Tuch abwischen, da sich wie überall kleine Staubpartikel und Härchen ansammeln können. Die Oberfläche sollte so sauber wie möglich sein. Nachdem ich sie abgewischt habe, trage ich den Firnis auf. Wenn der Firnis aufgetragen wird, dann verschmelzen die Füllungen und die neuen Pinselstriche stimmig mit der Oberfläche des Gemäldes. Das Gemälde ist vollständig. Und jetzt ist die Restaurierung abgeschlossen.